Es gibt Dinge beim Mischen in der DAW, die sind regelrecht verpönt, weil sie nicht der reinen Lehre entsprechen. Das kannst du so nicht machen. Dafür ist das nicht gedacht. Das macht kein Profi so, also solltest du es auch lassen, wenn du kein Amateur bleiben willst. Das sind nur drei Aussagen, die dir dann schnell entgegenschallen, wenn du solche Dinge von deinem letzten Mix erzählst. Und um das zu vermeiden, solltest du jetzt auch besser nicht weiterschauen, denn ich zeige dir gleich ein paar Dinge, die du auf keinen Fall nachmachen solltest. Also, abschalten. Adventkalender. Präsentiert von Storia Mastering und Noiseworks. Tag und schön, dass du doch noch weiterschaust hier bei einem weiteren Video im Recording-Blog. Regelmäßig lese ich unter meinen Videos oder auch unter Videos von Kollegen so einen Satz wie, kann ich das auch so machen oder kann ich dafür auch das Plugin nehmen? Und nicht weit davon entfernt steht dann meistens, das kannst du so auf keinen Fall machen, da fängst du ja wer weiß was ein, meistens Phase oder der und der hat gesagt, das kann man auf keinen Fall so machen und der muss es ja schließlich wissen. Ich habe ja schon mal ein Video zum Thema absolut wichtigste Regel beim Mischen in der DAW gemacht, und zwar egal ob Musik, Sprache oder sonst was. Aber heute setze ich nochmal einen oben drauf, denn ich zeige dir jetzt gleich ein paar Dinge, die man offiziell so nicht machen darf, sonst bist du nämlich kein Pro, sonst bleibst du Amateur. Weiterschauen also auf eigene Gefahr, und wenn es nach diesem Video bei dir zu Hause an der Haustür klingeln sollte, dann mach besser nicht auf, es könnte die Audiopolizei sein. Starten wir also mal meine Reihe absoluter No-Gos, und falls du auch welche kennen solltest, schreib sie mir gerne für meine Sammlung unten in die Kommentare. Ich bin schon sehr gespannt, was ich noch alles nicht machen darf. Los geht's mal direkt mit einem meiner Lieblinge, Plugins übersteuern. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei Ken Lewis, Multiplatin-Mischer aus New York City, der unter anderem für BTS und Eminem verantwortlich ist und mir in einem Coaching mal folgenden Trick gezeigt hat. Wenn du nämlich einen Bass hast, der mal richtig knallen soll, dann kannst du durchaus auch mal dafür ein Plugin nehmen, wie zum Beispiel eine Analog-Emulation von einem LA2A-Kompressor, wie ich den hier habe, und kannst den mal voll überfahren. Das einzige Problem bei der ganzen Geschichte ist, dass der LA2 keinen Ausgang hat. Das heißt, wenn du den hier am Preamp, am Gain, volle Pulle überfährst, dann kommt hinten so viel raus, dass du eigentlich den Kanalzug übersteuerst. Aber es gibt ja zwei Möglichkeiten, damit umzugehen. Entweder du schiebst dann einfach den Fader runter oder du machst wie ich hier ein Gain-Plugin dahinter, mit dem du dann einfach das, was der LA2A zu viel macht, wieder runterregelst, sodass du dann quasi hinten fast genauso leise rauskommst, wie du vorne reingegangen bist. Wir hören mal kurz in diesen Bass da rein, wie er ohne klingt. Also im Prinzip schon ein knurriger Bass, aber ich möchte, dass er noch mehr knallt. Also fahre ich den einfach mal volle Pulle in meinen LA2 rein und starte den mal hier. Und dann wirst du, Achtung, jetzt könnte es ein bisschen laut werden. Ich habe ihn direkt mal angemacht. Können noch mehr machen. Dann brutzelt er richtig, aber ich möchte nicht ganz so viel. Aber du siehst hier am Pre-Fader-Metering, das Ding übersteuert meinen Kanalzug mal ganz locker mit 6,5 dB. Deswegen habe ich hier dieses Gain-Plugin dahinter geladen. Mit dem fahre ich dann um 14 dB wieder runter. Und damit ist der LA2 jetzt im Ausgang quasi genauso laut wie vorher auch und klingt dann so. Ohne. Mit. Und im kompletten Mix. Langweilig, ne? Das macht auf jeden Fall Spaß und wir können mal direkt zum zweiten rübergehen. Also lass dich erstmal nicht davon abhalten, Plugins einfach mal zu überfahren. Das ist eigentlich die Message, ne? Einfach mal reingeben, überraschen lassen, was dabei rauskommt, wenn es dir gefällt. Bitteschön, das ist es. Gehen wir zur nächsten Kategorie, nämlich Plugins da benutzen, wofür sie nicht gemacht sind. Es gibt Plugins, die tragen im Namen schon, wofür sie gemacht sind. Also mein Liebling zum Beispiel, der Airvox von Waves. Ne? Airvox, Vox steht für Vocals, ist also ein Kompressor für Vocals. Aber warum soll man den nicht auch auf anderen Signalen benutzen? Ich habe mal ein Video dazu gemacht, wie man den Airvox zum Beispiel auf einer Bassdrum benutzen kann. Aber warum nicht einfach auch auf einem Masterbus? Ne? Warum muss es immer ein SSL-Bus-Kompressor sein? Man kann doch auch auf einem Masterbus einfach mal einen Airvox drauf machen. Nicht weiter erzählen, aber geht sehr gut. Ich habe hier mal einen Airvox vorbereitet und der ist so eingestellt, dass er so 2, 3 dB komprimiert. Also im Prinzip nur so ein bisschen zusammenstaucht. Habe hier beim Gain noch ein bisschen runtergeregelt, damit er nicht lauter rausgeht als reingeht. Und jetzt gucken wir mal, was passiert mit dem Mix, wenn ich den dazu schalte. Airvox, also nicht SSL-Bus-Kompressor, sondern nur Airvox. Hör mal.
Schieb das Ganze ein kleines bisschen zusammen. Man nennt das dann auch Glue. Achte mal darauf, wie die Snare so ein kleines bisschen mehr in den Mix reinwandert und alles ein bisschen mehr zusammenrutscht. Nochmal. Airwuchs auf dem Masterbus. Ja, ist nicht dafür gedacht, aber warum nicht auch da benutzen? Ist einfach einzustellen, macht, was er soll. Kein Schnickschnack, ich liebe es. Und das nächste Ding solltest du auch nie machen. Verwende niemals Hall auf dem Masterbus. Warum eigentlich nicht? Ich meine, natürlich stellt man Räumlichkeit klassischerweise vor dem Masterbus ein, entweder mit einem Hall direkt auf dem Kanalzug oder per Sendeffekt auf einem Bus. Aber wenn ich noch ein bisschen mehr Glue haben will, dann geht's doch auch schnell und dreckig oder quick und dirty, wie der Engländer sagt. Also mal eben so. Ich habe hier zum Beispiel mal ein Chroma-Verb auf den Masterbus draufgeladen. Ist nicht viel, ne? Man muss natürlich, die Dosis macht das Gift, aufpassen, wie viel man dazu gibt. Aber wir schalten ihn mal dazu, mal gucken, was passiert und wie es dir gefällt. Vor allem, wenn er weg ist, fällt auf, ne? Ist nicht viel, also wenn ich mal den Dry-Regler runternehme, das Hauptsignal, dann bleibt das noch übrig. Aber mit klingt's einfach geiler, ne? Ich liebe diesen Song. Ja, mach mal das Finale noch dicht. Mach deinen Song auf keinen Fall lauter als -14 LUFSI. Ich habe ja schon mal in einem Video erklärt, was genau es mit LUFS, also Loudness Units Full Scale und auch mit -14 LUFSI auf sich hat. Aber warum nicht lauter machen, solange es dadurch nicht schlechter klingt? Hier, hören wir mal rein. Im Moment klingt es so und achte mal auf die Loudness Units Full Scale Short Term. Also jetzt nicht über die komplette Zeit gemessen, sondern kurzzeitig, aber schon aussagekräftig. Okay, -14 ungefähr. Drehen wir doch mal ein bisschen drauf. Ich denke nicht, dass der Song dadurch verliert. Knallt doch noch mehr, oder? Also kann man es doch durchaus so machen. Und wenn du jetzt noch wissen willst, was ein ausgewiesener Mastering-Spezialist über -14 LUFSI denkt, dann schau doch als nächstes in dieses Video. Da sehen wir uns dann. Bis die Tage. Mach's gut und Yassou.